Norbert Wager, Game Director bei Digital Arrow, ist bei mir zu Gast und hat mir die Gamescom-Demo von Aquanox Deep Descent mitgebracht und die werden wir jetzt gleich hier starten. Welcome, Norbert. Thanks for being here and thanks for bringing the demo. Since I couldn't go to Gamescom, I have to watch this here and I'm very excited for this game. I'm a big fan of the whole series. So, what are we seeing today? What are you showing us? We are working on a game world for Aquanox Deep Descent that we are rebooting in the franchise. So we are more of a prequel than a continuation of the original series. Okay. It is more possible for anyone who hasn't played the game to join into the game. Mm-hmm. We are going to be featuring a 10 to 12 hour single player campaign for our game, which is going to be playable in a drop-in, drop-out co-op as well for up to 4 players. Okay. Also, mal kurz zusammengefasst, das, was wir jetzt hier sehen, ist aus dem Singleplayer-Modus bzw. aus dem Story-Modus von Aquanox Deep Descent. Denn das Spiel bietet auch einen Drop-in-Drop-out-Koop-Modus für bis zu 4 Spieler. Und ja, in dieser Demo sehen wir jetzt mal so ein bisschen ein paar Beispielelemente davon. Die, so the Drop-in-Drop-out-Koop for the Story-Campaign. Yeah. They will change depending on, the missions will change depending on which character you are playing. So it won't directly change. Mm-hmm. However, because you are not going, when you are playing single player, you are not playing just one character. Mm-hmm. You play as a team of 4 characters that are distinctively different. They are all specializing in different kind of equipments, which is important because our ships are also quite different. Like all the equipment is sorted into different kind of categories, like combat or stealth or siege or support. Now all these characters specialize in these equipments, and depending on the character that you choose to play, the immersion and the unfolding of the gameplay will be different for each player in co-op as well as in single player. So the missions will sort of be the same, but the objectives that you do, yes, somewhat change. Is going to be applied, yes. Okay. Also, wie gesagt, man kann die ganze Kampagne, die so 10 bis 12 Stunden dauern wird, wenn man nur der Hauptgeschichte folgt, dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen mehr, die kann man, wie gesagt, in 4 Spieler-Koop spielen und diese 4 Figuren haben dann teilweise in den Missionen auch ein bisschen andere Aufgaben und sie haben natürlich auch andere Schiffe, die andere Schwerpunkte haben, eher getarnte Schiffe, eher irgendwie schwere Angriffsschiffe und solche Sachen. Also so, dass sich jede von den Figuren ein bisschen anders auch spielt und ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen anderen Aufgabenbereich hat. So, you said that we are playing as a crew of 4 people, each with yes. his own ship. And when I'm going to play the whole story campaign on my own, are the other ships with me all the time, or will I be actually on my own? So these 4 characters are always on your ship. Mm-hmm. So they are your crew. You also have some other NPC friends that follow you around and you meet them more often, but they're not controlled by you. These 4 characters are always on your ship, and whenever you dock to a station, you can change who's your driving captain. Ah, okay. And that driving captain is going to affect how your ship is mm-hmm. going to handle, because depending on their skills, their preferences, and generally their attitude towards mm-hmm. and their personal interests towards yeah. the story are going to affect how the gameplay feels to the player. Okay. So when I'm on my own, there is one ship, and when I'm playing with other characters, there are actually really other exactly, ships in there. Correct. Okay. Also, mal ganz kurz zur Erklärung, dann habe ich es auch ein bisschen falsch verstanden. Wie gesagt, dieser 4-Spieler-Koop-Modus funktioniert so, dass man, wenn man tatsächlich zu 4 spielt, wirklich 4 einzelne Schiffe da sind. Wenn man alleine spielt, wählt man einen von diesen 4 Charakteren aus in einer Basis, wo man dann angedockt ist und entscheidet sich für diesen Charakter. Und dieser Charakter bringt bestimmte Werte mit, die eben dann die Spielweise verändern. Also man sucht sich quasi einen von 4 Charakteren aus. Das hat so ein bisschen Rollenspielcharakter dann. So, we are going to see some of the mission content. We are going to see at the end of the video probably a big monster. And what's that about? That's what are you going to do with those monsters? Are they always a danger, or can you just leave them alone? So in the whole Aquanox Deep Descent world, we, as I mentioned, we are a reboot. So we have a bit of a different background as to what happened before humanity had to escape mm. under the water. We use some of the lore, but some of the lore is a bit different. And as you can see in the video, there's this a lot of these green fog things around. And this green fog is a so-called nanoplankton cloud, mm-hmm. which
partially destroys ships. It's very dangerous, but it also mutates living environments. It also mutates plants. You can see some of these glowing plants, usually more in the caves than outside. Yeah. But also, it also affects creatures, animals. Mm-hmm. Some sharks, they become larger and they become more aggressive. You can fight them, or you can also heal them or restore them. But some of these creatures are really big, as you will see, as we will see in the video. Mm-hmm. And we can fight them, as you mentioned, in part of the story as well. But you can also, some of them, you can restore and heal them so that they become friendly and healed and just help the ocean become restored to its original state. Okay. Also, ich wollte ganz gerne wissen, weil wir in dem Video das auch später noch sehen werden, was es mit diesen riesengroßen Monstern auf sich hat, die man in Aquanox 3, denen man in Aquanox 3 begegnen kann. Und das ist jetzt so, das ist, die Geschichte ist ein Reboot und es ist auch ein Prequel. Also spielt noch vor der Story von Schleichfahrt, hat aber bestimmte Elemente übernommen aus den alten Spielen. Bestimmte sind ein bisschen anders erklärt, auch der Grund, warum die Menschheit eben unter die Meeresoberfläche gehen musste, ist ein bisschen ein anderer. Das grüne Zeug, was hier überall zu sehen war, das ist so, nennen es Nanoplankton, das auch die Umwelt beeinflusst und auch die Tiere halt auch angreift und umwandelt, also auch die größeren Lebewesen. Und man kann sich entscheiden dann teilweise, ob man gegen die kämpft oder ob man sie zum Beispiel heilt. Also das gibt es auch als Option. Und damit kommen wir eigentlich auch schon ein bisschen zu dem ganzen Thema, was für eine Art von Spiel das ist, nämlich ob das geradlinig oder Open World. So, let's talk about the whole structure of your game. This is, it's not a mission after mission game. There is an Open World aspect to Aquanox Deep Descent. Aquanox Deep Descent is a, well, we like to call it semi-open world. It's based on a structure where if the player advances the story, he or she can unlock new areas. Mm-hmm. And in those areas, you don't have to do the story until you want to open up new areas. You can also go back to already unlocked areas previously. Mm-hmm. Now in these areas, you can do a lot of things. You can do side missions, which often involve the NPCs, like more personal goals, or more personal goals of your own characters as well. Or you can do bounty missions, you can do exploration, you can do salvaging for equipment, upgrades, or raw materials that you can then recycle and use in crafting. Also, Aquanox 3 benutzt, ja, Open, also sie sagen nicht ganz Open World, sondern so halb Open World, das sind Open World Level, würde man wahrscheinlich sagen, also mehrere große Gebiete, die man im Verlauf der Story-Kampagne dann nach und nach freischaltet und in denen erlebt man sowohl Story-Missionen als eben auch Nebenmissionen, trifft jede Menge Nebenfiguren, also NPCs halt, von denen man Stories bekommt. Ich hatte im Vorgespräch auch schon gefragt, die Story-Sachen sind alle dann auch später in der deutschen Version deutsch vertont. Das ist alles drin. Es gibt aber auch Nebenaufgaben. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Jagdquests, also Bounty-Missionen, Kopfgeld-Jäger-Missionen. Man kann einfach auch das Gebiet erkunden. Man kann Wracks finden und die dann nach Materialien looten, um dann wiederum, so the stuff that you, the resources that you find, will they be used for crafting or is it yes. For trading or both? So you can either sell the things you find mm-hmm. or you can use the materials to craft yourself upgrades to your ship. As we could see, our ships are all upgradable, customizable to your liking, mm-hmm. but you can also use them to craft ammo or repair kits and these kind of things. And most of these things can also be bought, but money in this game world is very rare, so you should better explore and find these things and then make your own things. Okay. Also, ich wollte noch mal ein bisschen genauer wissen, wie es jetzt ist mit dem Erkunden der offenen Welt, was man dafür Vorteile hat. Also die Ressourcen, die man findet, die kann man entweder nutzen, um dann irgendwelche Materialien zu kaufen oder eben auch Upgrades fürs Schiff. Man kann die Schiffe, wie auch schon in den Vorgängerspielen, anpassen in Sachen Waffen, in Sachen Upgrades. Man kann sie aber auch die Ressourcen nutzen, um zum Beispiel Munition zu craften und solche Sachen. Und es ist in der Regel ist es halt deutlich preiswerter, sich halt ein bisschen umzuschauen und nach Ressourcen zu suchen, statt Geld auszugeben, um irgendwelche Materialien zu kaufen, denn Geld gibt es nicht gerade viel in dieser Unterwasserwelt der Zukunft und von daher sollte man sich eben in den Gebieten schon ein bisschen umgucken. We were just talking about the ships that the player can use and upgrade and then change, but how many sort of base ships are there?
So we have quite a lot. Each faction comes with one of each class. Our ships are sorted into core classes of the... We have the Recon, which is like an assassin type, mm-hmm. stealthy, long range, very quick little ship. Then we have the Combat, which is like a mid-range, more offense, more armor, but less mobility. That's what we are seeing right now. Okay. And then we have Siege, which is a very more close range, more very heavily armored, but very sluggish and slow. Mm-hmm. Also, all ships besides the Scout, so the Recon one, mm-hmm. also come with secondary weapons, which we are bringing back from Schleifart. So turrets and stuff like that. Turrets, exactly, cool. that are AI controlled. Right. You can set them up. And the Siege is more about those weapons, okay. while the Recon is more about the forward weapons. And how many factions are there? There are 5 factions. Okay. Yeah. Also, es gibt erstmal grundsätzlich 5 Fraktionen und von denen kann man dann unterschiedliche Schiffe erhalten. Und die Schiffe sind in 3 Klassen aufgeteilt. Scout, also zur Aufklärung, kleine Schiffe, ein mittelgroßes Schiff, das ist das, was hier gerade gespielt wird. Und schwerere Schiffe, die eher dann für Nahkampf- oder Belagerungsschlachten gedacht sind. Und die schwereren Schiffe, sowohl wie dieses mittlere Schiff, was wir jetzt hier gerade aus dem Cockpit sehen, die können Turrets, also Geschütztürme haben, wie man das aus dem alten Schleichwart auch kennt, also das kommt auch wieder zurück und gerade diese Siege-Klasse, die schwere Klasse, ist sehr auf den Kampf mit Turrets ausgelegt, also da wird es wahrscheinlich dann mehrere von den Slots geben, also man kann ja wie man es aus Schleichwart und Aquanox gewohnt ist, schön die Schiffe anpassen und wie gesagt, jede von diesen 5 Fraktionen hat dann aus den unterschiedlichen Klassen mindestens ein Schiff. So, can you tell me a little bit more about what the story is actually about? Who are you? What are you doing in this world? You are the 4 characters that you are awoken. You are a team of 4 characters that are awoken from cryostasis after a long time. You are unaware of your actual mission. Like originally, you were part of a task force that was examining a strange sort of presence in the ocean. I can't tell much more about that without spoiling, unfortunately. And then you are awoken from cryostasis because of this nanoplankton plague we are seeing. Okay. Your team is consistent of each character is related to one of the factions. Mm-hmm. So we have Hannah. She is part of Atlantic Alliance. She's a combat pilot, very aggressive kind of character. We have Keelan, he's the leader of the group. He's a pirate, he's more of an ex-pirate, kind of mercenary mm-hmm. from High Seas, which is an old faction. We have Nabila, she's from Clans Union, that's the old Arabic countries. Mm-hmm. She's for the scouty kind of stuff, more of an assassin, espionage, that kind of stuff. And then we have Fyodor, who is like a weapons expert scientist mm-hmm. from Indo-Pacific Federation. He's a mm-hmm. Russian weapons expert. Okay. You are sent on the mission to actually figure out what this plague is, where it came from, because everyone thinks some other faction did it. Okay. But you quickly realize that that's not the case. Okay. Also, die Geschichte, wir wollten ein bisschen wissen, worum sich da eigentlich die ganze Story dreht, jetzt mal abgesehen von der Welt. Also die Geschichte ist so, dass diese Heldengruppe oder diese Gruppe von Spielfiguren, die man da übernimmt, die werden aus dem Kryo-Schlaf, aus dem Kryo-Schlaf geweckt und sollen untersuchen, was es mit dieser Nano-Plage auf sich hat und wo die herkommt. Und jeder denkt, dass das eventuell irgendwas mit den unterschiedlichen Fraktionen zu tun hat, aber dem ist wohl nicht so. So viele Details verraten sie da jetzt noch nicht, aber wie gesagt, man tut sich halt zusammen, um rauszufinden, was es mit dieser Nano-Plage auf sich hat, und die verschiedenen Charaktere kommen von den unterschiedlichen Fraktionen, unter anderem eben auch wieder jemand von der Clans-Union dabei. Also die Begriffe hat man alle schon mal als Fan der Serie gehört, und das sounds kind of like a group of characters that have lots of things to say to each other. Will the dialogues between the characters be a main part of how the story is told? Exactly. So as we can see in the video, they're actively talk to each other. They comment on things.
And depending on what kind of situation is, one or the other character takes over the dialogue. Like if it's something about the scanners, it's always Nabila because she is in charge of those systems on your ship. Fyodor is always the one who wants to see everything. He likes the world, he likes science, and he likes weapons. Hana is the one who will always charge into battle. You know, she will always going to tell you, yeah, you go fight, don't go back, and that kind of things. Okay. Also ich wollte noch mal wissen, wie das jetzt mit den Charakteren ist. Wenn das schon irgendwie vier Charaktere sind, die da auf einer gemeinsamen Mission sind, die von unterschiedlichen Fraktionen kommen, dann haben die wahrscheinlich auch sich jede Menge Sachen zu sagen. Und vielleicht ist das ja auch ein sehr, sehr wichtiger Teil des Spiels. Und ja, das ist sehr wichtig und das wird auch die ganze Zeit wohl passieren. Also die Charaktere unterhalten sich während der Missionen untereinander und kommentieren die unterschiedlichen Bereiche, die da so passieren. Und jeder hat natürlich so ein bisschen seinen Spezialbereich. Dann gibt es einen, der irgendwie sich immer alles angucken will, einen, der halt immer alles irgendwie scannen will und dazu kommentiert. Also hat so ein bisschen sounds a little bit like Firefly or Star Trek bridge talk, like they're talking to each other all the time. They are always on the ships or is there a point in the game where you have sort of a home base ship, like in Aquanox 2, where you have this transport ship that you are starting from? Or So in the story, you start off by being picked up by a ship that was sent to pick you up. Mm-hmm. And during the story, you actively go back to this ship and it comes with you. And in some parts of the story, it also helps you in combat. Mm-hmm. And some other big ships are also met during the gameplay. That at one point, you will switch to a different home base ship and so on. So it's hard to speak about these though, because it's without spoilers. Yes, okay. I don't want to be the spoiler kind of person. Also wir wollen nicht so viele Spoiler verraten, aber ich wollte gerne wissen, ob es wieder so eine Art Heimatbasis oder Heimatbasis-Schiff gibt, wie jetzt zum Beispiel in Aquanox 2, wo man diesen Transporter hatte, da von der Großmutter oder wie die ganze Geschichte da war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sowas wird es wieder geben. Am Anfang wird man von so einem Schiff aufgelesen und das Schiff ist dann eine Weile lang die Heimat für diese Truppe. Später wird man das wohl dann auch noch wechseln. Also es wird auch noch ein anderes Schiff reinkommen und man kommt dahin immer mal wieder zurück. Das begleitet einen auch zum Teil. And how about the outposts that are actually in the open world areas? Can you fly to each outpost, land and or dock and get new missions, or how does that work? Yeah, so the outposts in the world, from small to big, are mostly dockable. They are more like an interactive menu, as we could see. But you, the ones that are available in the world, you can dock to, you can get missions, you can get equipment. Actually, it's advised for the player to visit as many as possible, because that's the way to find the best equipment for yourself. Because most equipment, the good stuff, is only available at good hidden places in the world. Also neben dieser Heimatbasis, die man haben wird, gibt es natürlich jede Menge Außenposten in den Levelgebieten, die wie gesagt frei zugänglich sind, wo man frei rumfliegen kann und da kann man andocken und neue Missionen bekommen, man kann da eben neue Ausrüstungen kriegen und es ist wohl auch von Vorteil, diese ganzen Stationen zu besuchen. Und bestimmte Sachen gibt es eben nur an bestimmten Außenposten, also es lohnt sich, sich umzuschauen. Jetzt frage ich mal ganz kurz beim Daniel nach, ob wir vielleicht noch irgendwie kleine Fragen aus dem Publikum haben und während er da nachschaut, kann ich ganz kurz sagen, für alle, die vielleicht sich gewundert haben, ob es eine VR-Version geben wird. Die wird es vorerst erstmal nicht geben, weil das nicht ganz so mit dem schnellen Gameplay zusammenkommt. Vielleicht wird es später noch so eine Art VR-Präsentationsversion oder sowas geben. Aber Daniel, haben wir denn noch was im Chat, was vielleicht jemand zu Aquanox wissen will? Ja, es geht ein bisschen um die Spielwelt. Und zwar haben wir Fragen, ob es denn auch friedliche Meeresbewohner geben wird, also als Deko sozusagen oder als Quelle für Ressourcen und ob es Umweltbedingungen wie Strömungen im Spiel gibt. So there are two questions from the audience right now. The first one is, will there be peaceful animals in the ocean? Will we see peaceful animals or are they all attacking you? There are definitely peaceful animals, some minding their own business. There will also be more passive creatures that are kind of neutral, that will not do anything, but if you attack them, they will definitely attack you back. But some of them will be completely peaceful. We will see one of them actually quickly here.
So they are. Oh, this the big one we were talking about in the beginning. Yeah. Also hier jetzt kommt in der Aufzeichnung jetzt mal das eins der größeren Lebewesen, dem man da begegnen kann, haben wir ja am Anfang gesagt. Und es wird friedvolle Lebewesen geben. Es gibt auch welche, die einen angreifen, wenn man sie selbst angreift. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch ja, friedvolle Meeresbewohner in der Welt. And the second question was about tides, underwater tides. Is it tides the richtige Wort? Currents. Underwater currents. Will there be this kind of gameplay element like in the old games? Exactly. Definitely a lot of those, because we wanted to simulate the sense of being in the water, and that's a core aspect of how the game feels. If you stop moving with your ship, you will immediately see it's going to start moving you around wherever you are. At some places faster, some places slower. And in some areas, you can use these for fast traveling, kind of quote-unquote fast travel. Yeah. It will take you very fast to certain parts of the game quicker. And in some parts of the game, definitely will be very useful for things like stealth, for just exploration, because you can dock and you can just turn to the side and let it take you and look at things. Okay. Also, es gibt auf jeden Fall Strömungen wieder und man kann sie auch nutzen, um zum Beispiel schneller durch die Welt zu kommen. Man kann sie nutzen, um sich zu tarnen, also beziehungsweise also um einen getarnten, also sich ranzuschleichen an andere, an Basen. Das kennt man ja auch aus den alten Spielen. Also das ist alles wieder mit drin. Es gibt halt Gebiete, wo eine stärkere Strömung ist. Es gibt Gebiete, wo man halt mehr oder weniger nur so ein bisschen auf der Stelle hin und her wackelt. Aber das ist alles wieder mit drin, wie in den alten Spielen. So, thanks Norbert for showing the demo. I'm very much looking forward to it. I'm a big fan of the old games. And this will be out in next year, beginning of next year? Early next year. On PC? On PC, consoles? PlayStation 4 and Xbox One. Also Anfang nächsten Jahres Aquanox Deep Descent für den PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ich bin sehr gespannt.